du hast einen guten Grund, mich hierher zu bestellen. Ich habe meine Zeit nämlich nicht zu verschenken. Der Grund bist du. Machst du mir einen Kaffee? Ist so gut wie fertig. Danke. Falls du es nochmal mit mir versuchen willst, vergiss es. Keine Chance. Keine Angst. Ich bin vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich liebe es nicht. Was willst du dann? Etwas lässt mir einfach keine Ruhe. Als du mit mir Schluss gemacht hast, da hast du mich doch schon vor anderen Leuten blamiert. Warum musst du jetzt noch einen draufsetzen und überall Lügen über mich erzählen? Du bist nun mal der geborene Verlierer. Es macht einfach Spaß zuzusehen, wie du immer tiefer in die Scheiße rutschst. Du bist ja sogar zu dämlich, mich anzuzeigen, wenn ich dir dein Geld klauen will. Hörst du mir überhaupt zu? Interessant, was man hinter der Bar alles mitbekommt. Nathalie, dein Kaffee. Danke. Sein erster Schwiegersohn. Mit dem zweiten dauert es aber noch ein paar Jährchen, bis Christina im heiratsfähigen Alter ist. Ah, vorher bist du dran mit deiner Schwiegertochter. Ach, weißt du, ich lasse meiner kleinen Schwester gerne den Vortritt. Ja. Hey, was los? Komm. Ja, sofort. Wir müssen erst noch gratulieren. Dafür haben wir keine Zeit. Olivia, wärst du bitte so freundlich? Was denn? Champagner. Und am besten heute noch. Ja, für mich auch. Dieter. Nach Olli, ich bin's. Ich hoffe mal, ihr seid schon auf dem Schloss zugange. Falls ihr Hilfe braucht, dann klingel durch, komm vorbei. Ach, das schaffen die schon. Ja, wenn sie nicht gerade übereinander herfallen, vergesst nie nämlich Raum und Zeit. Olli hat so eine romantische Ader. Das wird bestimmt eine super Überraschung für die beiden. Ja, das glaube ich auch. Das meinst du aber nicht so. Lass das. Lydia, bitte. Du musst doch auch spüren, dass wir zusammengehören. Tut mir leid. Aber ich liebe dich. Und so mir einen Gefallen. Jeden. Und versuch mir nicht zu folgen. Warte, das kannst du nicht machen! Das war doch deutlich genug. Akzeptier's doch einfach. Ich danke Ihnen. Ich möchte gleich mal Frau Schneiders Metapher bemühen, dass ich der Meinung bin, man muss seine Prominenz dafür nutzen, Gutes zu tun. Und da ich mich dazu entschieden habe, ein bürgerliches Leben zu führen, möchte ich diesen Auftritt ein weiteres Mal nutzen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Der Erlös dieser Auktion geht an das Waisenhaus des Theresienstifts, weil es ganz dringend ein neues Dach benötigt. Und deswegen möchte ich Sie bitten, sich ganz kräftig an dieser Auktion zu beteiligen. Das Kleid, was Sie jetzt hier oben sehen, steht bei einem Gebot von 1.700 Euro. 1.700 Euro sind geboten. Meine Frage, wer bietet mehr?
Die Dame dort hinten, 1800. 1800 sind geboten für dieses Kleid. 1800 stehen. Und wiederum, wer bietet mehr? 1800 stehen. 2000 Euro für diesen wunderbaren Traum in Wildseide. 2000 Euro. Meine Damen und Herren, 2000 Euro stehen. Sie bieten. Viel Geld für so ein bisschen Stoff. Das ist doch gar nichts. Das Kleid hat wahrscheinlich das Dreifache gekostet. Vom ideellen Wert mal ganz abgesehen. Ist das nicht Latreux? Ja. Wer bietet mehr, meine Damen und Herren? 2800 Euro. Wir gehen in Riesenschritten voran. Wunderbar. Ich denke, das Kleid ist es auf jeden Fall wert. Es ist eine einmalige Einzelanfertigung. Man könnte sagen, es ist eigentlich unbezahlbar. 2800, meine Damen und Herren. Und hier 3000, die Dame. Respekt, meine Dame. 3000 Euro. Wer bietet mehr? Die Damen. 3000 Euro stehen. 3000 Euro für dieses Kleid zum Ersten. 3000 Euro zum Zweiten. Und 3000 Euro für diese wunderbare Kreation von Christoph Latreux zum Dritten.